Hallo mein Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, es gibt heute ein Schwangerschafts-Update. Ich habe eigentlich gedacht, es ist noch gar nicht so lange her, das letzte. Und ich dachte mir auch, ja Mutti, hast du ja noch ein bisschen Zeit. Aber nee, weil meinen nächsten Termin habe ich nämlich schon nächste Woche. Und dazu wird es ja dann auch ein Schwangerschafts-Update geben. Ja, also heute Morgen ganz schnell Gesicht gemalt, ja, im letzten Schwangerschaftsupdate nichts, kein Gesicht, keine Augenbraue, kein gar nichts. Und heute erinnert das Ganze so ein bisschen an eine Drag Queen, ne? Ja, also, Jade the Lions, wie geht's mir? Es geht mir heute sehr gut. Ich mache das ja mittlerweile immer so ein bisschen tagesabhängig, da man einfach Tage oder da Frau einfach Tage hat, da geht's gar nicht. Und dann gibt's Tage, da geht's einem spitzenmäßig. Und deswegen nutze ich heute die Chance und drehe für euch. Ich habe mir Notizen geschrieben und ja, es wird heute auch ein Thema von mir angesprochen. Ich möchte da gar nicht viel zu sagen, aber ich muss es ansprechen, weil es zu der Schwangerschaft einfach dazugehört. Ja? So, wie gesagt, Notizen habe ich geschrieben, weil zuallererst mal Schwangerschaftsdemenz, Chat the Lines, also dass ich noch meinen Namen weiß, den Namen von meinem Mann, ist mittlerweile wirklich alles, denn ich laufe in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen oder zu holen, komme in der Küche an und weiß nicht mehr, warum ich in die Küche gelaufen bin. Also, ich gehe mir momentan so dermaßen auf den Keks, was das angeht. Es ist wirklich schlimm. Die Vergesslichkeit, schusselig ohne Ende. Ich lasse ständig etwas fallen. Also mein Mann hat mittlerweile richtig Angst, wenn ich am Gemüse schneiden, Obst schneiden, Messer, wenn ich irgendwas Scharfes in den Händen habe, denn es fällt irgendwas immer runter. Also bin ich da die Einzige oder geht es euch da genauso? Meine schwangeren Schätzeleins natürlich. Wir wissen ja alle, ich bin von Natur aus jetzt nicht so, ne? So ein bisschen schusselig ist gegeben. Schusselig, so Schusseligkeit, Schusseligkeit. Gibt es da ein Wort für? Ja, aber jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ist es wirklich ganz schlimm. Ich bin heute 15 plus 3, bedeutet also 16. Schwangerschaftswoche. Die Amerikaner berechnen das so übrigens nicht, ja? Also 15 plus 3 bedeutet bei den Amerikanern 15. Schwangerschaftswoche. Deswegen werde ich da immer so ein bisschen konfus, ne? Ich bin da immer so ein bisschen, bin ich jetzt in der 16. oder in der 15.? Weil bei den Deutschen fällt es mir auf, das wird dann einfach eine Woche vorgerechnet, aus was für einem Grund auch immer. Ich gebe euch jetzt einfach die Tage und ihr könnt euch dann aussuchen, ist die Mutter jetzt in der 15. oder in der 16. Schwangerschaftswoche? 15 plus 3. Ich zeige euch jetzt auch gleich meinen Babybauch, weil ich das ja im letzten Schwangerschaftsupdate vergessen habe und ich euch nur ein Bild eingeblendet habe. Und ich denke, so live, ne, einfach mal hier den Ranzen in die Kamera halten, das sieht man dann schon ein bisschen mehr. Und ich muss auch dazu sagen, Krümelchen ist heute sehr, wie nennt man das, möchte sich zeigen. Also ich habe heute eine richtige Kugel. Es gibt Tage, da ist es nicht so schlimm. Und dann gibt es Tage, da könnte man meinen, heute kommt das Kind auf die Welt. Ne? Also von der Größe, vom Kessel her. Weil es dann wirklich schon extrem ist. Und heute ist es so ein Mittelding. Also ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass ihr etwas erkennen könnt. Geh mal ein bisschen hoch mit der Kamera. So, also das ist jetzt Krümelchen. Und wie ihr erkennen könnt, eine richtig schöne Kugel. So, mal von vorne. Also das, dieser kleine Nöppel hier, ist nicht mein Bauchnabel, der am Schamansatz hängt. Nein, das ist der Knopf vom Schlüpper, ja? Also ist schon alles richtig so. Ja, also so sieht das jetzt aus. Ich denke, ihr könnt es sehr gut erkennen. Natürlich trage ich mittlerweile nur noch Leggings. Ja, hier mit Spannen und, weil wie wir ja alle mitbekommen haben, in meine Jeans passe ich ja nicht mehr rein.
gehen wir gar nicht drauf ein. So, ja, also, dann würde ich sagen, nehme ich mal mein schlaues Büchlein zur Hand. Es geht los. Wie gesagt, 15 plus 3, Babybauch, habe ich gezeigt. Können wir gleich einen Haken hinten dran machen. Ich hatte einen Zwischentermin vor ungefähr 2 Wochen, ja. Da war ich in der 13. Woche, macht Sinn, heute 15. Woche. Und ich habe immer wieder Zwischentermine, weil ich ein Risikopatient bin. Risikopatient aus dem Grund, ich hatte in der Vergangenheit Gebärmutterhalskrebs, was bei mir auch wirklich im absoluten Endstadium entdeckt wurde. Ich auch Operationen und alles drum und dran hatte. Mir diese Krankheit oder ja, Hawaii mir eigentlich den Arsch gerettet hat, was die Krankheit angeht. Denn durchs Militär muss man einfach, wenn es an Umzüge geht, immer gewisse Papiere haben. Und da gehören eben auch Arztpapiere dazu. Und da Hawaii für mich die erste Oversee, also nicht in Deutschland, die Übersee, die erste Übersee-Station war, musste ich jetzt also zu einem Arzt, Gynäkologe, was da eben so alles dazugehört. Man wird also wirklich gecheckt von oben bis unten. Habe ich dann auch alles gemacht und es wurde ein Abstrich gemacht und dieser Abstrich kam eben abnormal zurück. Ja, dann wurde eine Koparskopie wurde gemacht, eine Biopsie, also es wurden Gewebeproben entnommen und. Ich möchte zu diesem Thema eigentlich gar nicht viel sagen. Und auch nur heute, ja, dass ihr einfach wisst, warum bin ich Risikopatient, warum habe ich Zwischentermine, obwohl alles in Ordnung ist, denn es ist alles in Ordnung. Ja, auf jeden Fall wurde dann damals festgestellt, dass ich eben Gebärmutterhalskrebs habe im Endstadium und mir wurde dieser Gebärmutterhals operativ auch entfernt. Also es war keine schöne Zeit. Ich erzähle euch hier jetzt auch nicht irgendeine Scheiße, um Klicks zu bekommen oder sonst was. Nein, ihr wisst es, meine Mutter ist meine treueste Zuschauerin, ja, und von 7000 Klicks sind 6500 von ihr. Das ist einfach so, ja. Und ja, also es war für uns damals wirklich für die komplette Familie eine sehr schwere Zeit, ja, das ist jetzt auch nichts, worüber man Spaß macht oder was man erzählt, um da nochmal 3 Abonnenten mehr zu bekommen. Ich möchte da auch überhaupt kein Mitleid für. Es ist rum, es ist für mich erledigt. Ich muss immer wieder, muss zu Untersuchungen, es wird immer wieder mal ein Abstrich gemacht und es ist einfach so, dass bei mir die Chance sehr, sehr groß ist, dass dieser Krebs zurückkommt. Und aus diesem Grund muss eben auch irgendwann meine Gebärmutter, die komplette Gebärmutter, entfernt werden, ja, um diesem Risiko einfach aus dem Weg zu gehen. Ich hatte zwischendurch mal Kommentare wie, ja, wie kannst du deinen Zuschauern so einen Scheiß erzählen, ja, dass du dir deine Gebärmutter rausmachen lassen musst und das würde dir kein Arzt sagen, wenn es nicht um Krebs geht, bla bla bla. Also zuallererst mal, ich habe ja nie über meine Krankheit gesprochen. Ich habe immer nur gesagt, ich war mal krank, aus dem und dem Grund ist das passiert oder aus dem und dem Grund ist es eben so. Ja? Jetzt, was die Schwangerschaft angeht, möchte ich es euch eben sagen und kann und muss euch sagen, geht zum Arzt, lasst Pap-Smears machen, also diese Abstriche. Ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe nicht zum Arzt, wenn mir nicht schon der Kopf unter den Schultern hängt. Wenn ich mag Ärzte generell nicht, ich mag Krankenhausdüfte nicht. Ich habe das Gefühl, man läuft gesund in ein Krankenhaus rein und man geht raus und man ist krank. Ja? Also ich bin wirklich jemand, ich gehe nur zum Arzt, wenn es mir nicht gut geht. Aus diesem Grund war ich einfach nie beim Gynäkologen und habe mich da irgendwie groß testen lassen oder hab einen Abstrich machen lassen. Hab ich nie gemacht. Und das, so hatte dieser Krebs einfach die Chance zu wachsen,
bis es dann eben schon an einem Punkt war, wo es wirklich fast zu spät war. Und dann Operationen innerhalb von Tagen. Und also es war wirklich keine schöne Zeit. Und wenn ihr Kinder möchtet, guckt da wirklich, dass ihr hinten dran seid, geht zum Arzt, sagt, ihr möchtet einen Abstrich, einfach um zu gucken, dass da wirklich alles in Ordnung ist, dass ihr Sicherheit habt. Und ja, so, bei mir ist es jetzt einfach so, dass der Gebärmutterhals weg ist. Bei mir ist es also gleich die Gebärmutter. Es ist vielleicht noch ein minimales Stück da, aber alles andere wurde entfernt. Und jetzt muss halt zwischendurch immer mal geschaut werden, ob sich die Gebärmutter öffnet, ja, ob da alles in Ordnung ist, mit dem Baby auch. Und ja, aus diesem Grund werde ich dann zwischendurch einfach Zwischenuntersuchungen haben. Nicht, weil es mir jetzt nicht gut geht oder weil mit dem Kind etwas nicht stimmt. Nein, soweit ist alles in Ordnung. Und da mache ich auch wirklich 1000 Kreuze. Aber ja, wollte ich jetzt sonst noch was zu dem Thema sagen? Weil wie gesagt, ich wollte da gar nicht viel zu sagen. Ja, geht zum Arzt, lasst eure Abstriche machen, immer aktuell, dass ihr da auch wisst, was Sache ist. Dass wenn die Resultate zurückkommen von euren Abstrichen mit einem abnormalen Resultat, dass es eben dann nicht schon diese Ausmaße angenommen hat wie bei mir, sondern dass man da einfach noch früher was machen kann, ohne dass da jetzt schon Großoperation und also ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ja, so, also aus diesem Grund hatte ich einen Zwischentermin vor 2 Wochen. Ansonsten geht es mir und dem Kind sehr gut. Es wurde bei diesem Zwischentermin kein Ultraschall gemacht, es wurde nur Herztöne gehört, was mich natürlich auch gefreut hat, aber ich muss sagen, ich war doch schon enttäuscht, weil ja, Schatzi und ich, wir wollten natürlich unser Krümelchen auch sehen und haben echt gedacht, es gibt einen Ultraschall, aber nein, es waren wirklich nur die Herztöne. Gewicht wurde genommen, ja, ganz wichtig, also das ist nicht nur wichtig, nein, wichtig, also als schwangere Frau, wenn man da in den Laden reinläuft, ja, dann kommt man erstmal auf die Waage drauf, freut man sich natürlich, ich habe der jungen Dame auch gleich mal gesagt, dass ich hier 2 T-Shirts anhab und noch meine Schuhe, dass sie da bitte mal 2,5 bis 3 Kilo abziehen muss, ja, ist wichtig. Mit SCA, 2 SCA, ganz wichtig. Ja, Gewicht wurde genommen und ich hatte von meinem ersten Termin bis zu dem letzten Zwischentermin hatte ich dann nochmal 3 Kilo zugenommen. Ich freue mich, ja. Jetzt wissen wir natürlich auch, warum die Hose nicht mehr gepasst hat. Aber ja, ansonsten war wirklich alles okay. Mein nächster Termin, der ist jetzt nächste Woche am 10. Juni. Dann bin ich also in der 16. Woche. Das ist ja jetzt mein Problem, ne? Bin ich jetzt in der 16. Woche und dann nächste Woche eigentlich 16 plus und dann somit in der 17. Aber ist egal. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nächste Woche zu dem 16-Wochen-Termin. Und da wird aber anscheinend auch kein Ultraschall gemacht, ne? Also ich muss dazu sagen, Militär macht das alles ein bisschen anders, wie jetzt die zivile Welt oder wie vielleicht auch Deutschland generell. Und Army versucht natürlich auch Geld zu sparen und so ein Ultraschall kostet anscheinend Millionen von Dollar, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall kein Ultraschall gemacht, es werden die Herztöne werden wieder abgehört, es wird Blut abgenommen, weil eben auch Genkrankheiten dann getestet werden, Down-Syndrom und was es nicht so alles gibt. Und Gewicht wird genommen, natürlich, ganz wichtig, ja, das erste, wenn man reinläuft, ist der Termin für mich eigentlich schon gelaufen. Ja, und ich denke, mehr wird dann gar nicht gemacht und dann muss ich eben einen Termin für die 20. Woche, einen Termin für die 20. Woche muss ich ausmachen und da wird dann eben auch dieser Organ-Ultraschall-Röntgen-Ding, was auch immer da gemacht wird. Also es werden die kompletten Organe des Kindes werden untersucht und da kann man dann eben auch erkennen, ob Junge oder Mädchen. Und ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen,
also Schatzi und ich, wir wollen nicht so lange warten, weil wir einfach auch viele Leute haben, die stehen nur in den Startlöchern, die haben eBay-Listen mit 378 Items drauf. Mama, ne? Weißt du Bescheid? Ja, und die warten einfach nur darauf, ihren Shopping-Marathon zu starten, aber es geht halt auch um die Farbe, ja? Möchte man rosa oder blau? Ja, gut, ums Möchten geht's ja gar nicht. Also, ich denke nicht, dass wenn wir ein Krümel bekommen, der sich groß freuen würde, wenn wir ihm pinkene Socken anziehen. Also, es geht halt wirklich ums Geschlecht. Natürlich gibt es Dinge, ja, die kauft man dann in Unifarben, aber wenn man jetzt halt so ein kleines Prinzesschen zu Hause hat, dann möchte man halt auch das ein oder andere in rosa. Also, so bin ich, ne? Und deswegen haben mein Mann und ich jetzt uns dazu entschlossen, dass wir off-post gehen werden, also weg vom Militärsgebiet, zu einem Gynäkologen off-post, der eben auch diese 3D-Untersuchung macht, weil wir einfach so schnell wie möglich wissen möchten, boy or girl. Und also wir werden jetzt nächste Woche, werden wir dann erst zu dem Termin hier gehen, hier im Krankenhaus zu der 16. Woche, einfach um zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Das ist also Freitag in der Woche. Und dann werden wir den Off-Post-Termin machen, hoffen dann auch, dass wir ganz schnell einen Termin bekommen. Und uns geht es gar nicht mal so groß darum, zu sehen, wie das Kind aussieht. Ja, weil ich weiß ja, diese 3D-Untersuchung, da kann man ja wirklich schon erkennen, wie das Baby aussehen wird, wenn es dann mal rausflutscht. Ne? Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht, sondern es geht wirklich darum, Junge oder Mädchen. Weil Schatzi und ich, seit Wochen geht es jetzt. Ich sag die ganze Zeit, es wird ein Mädchen. Ich weiß nicht warum. Meine Mutter wird jetzt sagen, ich hab's im Urin. Und Schatzi sagt einfach, es ist ein Junge. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Frage kam jetzt auch öfters. Ja, Sandra, jetzt mal hier Fische auf die Butter und... Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder falsch gesagt, gell? Fische auf die... Naja, ihr wisst, was ich meine. Möchtest du ein Junge oder möchtest du ein Mädchen? Also natürlich kommt jetzt die Standardantwort, ja, gesund. Bitte gesund, 10 Finger, 10 Futs, also 10 Toesies und 2 Earlys und ein Näschen und natürlich... Aber ich hätte doch gerne ein Prinzesschen, ja? Ich habe einen Hund, ich habe eine Katze, ich habe einen Schatzi, das sind 3 Männer. Ich denke, so ein bisschen Frauenpower hier im Haus wäre nicht schlecht. Und ich muss eben auch sagen, wenn man sich dann so nach Babysachen umschaut, also für Mädchen, da bekommt man ja Dinge. Leute, also ich glaube, mir ist schon mehrere Male die Milch eingeschossen in die Brust, ja, weil bei so süßen Dingen, da kann ich mich nicht zurückhalten, emotional, kaufen schon, weil gekauft haben wir immer noch nichts. Ja, also das jetzt mal so weit, ich hätte gerne ein Mädchen, Schatzi hätte gerne einen Jungen, egal was es ist, geliebt wird es von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und Hauptsache gesund, da habt ihr natürlich vollkommen recht, aber es würde mich jetzt mal interessieren, was sagt ihr? Was denkt ihr, was es gibt? Also, ich esse weiterhin so gerne süß und Schokolade und also ich weiß ja, dass es so bestimmte Anzeichen und Symptome gibt, wo man dann sagt, oh okay, du bekommst ein Mädchen, oh okay, du bekommst einen Junge. Also meine Haut, auch wenn ich heute glowe wie ein Fischschwanz, das hat nichts mit Schwangerschaftsglow zu tun, nee, Schätzeleins, das ist Drogerieglow, ja, B2 ist das. Also meine Haut ist jetzt nicht der Oberbrüller. Ich habe mittlerweile Haarausfall ohne Ende. Also ich habe ganz, ganz dünne Haare bekommen. Ja, wie gesagt, weiterhin süß ohne Ende. Also wenn ich aussuchen muss zwischen einem Käsebrot oder einem Nutella-Brot, dann ist es Nutella-Brot. Ich könnte Schokolade 24/7 essen. Also das sind ja immer so diese Anzeichen, ne? Und deswegen, also was denkt ihr, was es gibt? Wir haben Namensideen, ja, es steht soweit auch fest, aber das möchten wir noch nicht verraten. Zu der Frage, ob ihr das Baby sehen werdet, ob ihr den Namen wissen werdet, ja. Ich weiß, ganz, ganz viele brennen darauf, das ist ja auch richtig so, ihr seid ja alle Großschätzeleins. Es sind ja auch ganz viele neue dazugekommen. Hallo an dieser Stelle von mir.
Ich freue mich da natürlich, aber ich weiß, dass ihr da drauf brennt. Und nein, also ich werde euch jetzt hier nicht andauernd irgendwelche Schwangerschaftsupdates und euch erzählen, wie es mir geht. Und dann kommt das Kleine und dann, nö, zeige ich euch nicht. Ja, ist ja auch nicht fair. So, und natürlich muss man ja auch sagen, dass Schatzi und ich das weltsüßeste Baby bekommen. Ja, das muss man ja zeigen, das ist ja klar. Also, hallo, das hat man ja damals schon auf dem Ultraschall gesehen. Dass, das gibt entweder der nächste Präsident oder, ja, in Missouri werden wir bis dahin nicht sein, aber Topmodel America. Ja, also das wird was ganz, ganz Großes, was wir da auf die Beine gestellt haben. Natürlich mehr Schatzi wie ich, aber... so. Junge oder Mädchen, genau. Name, Geschlecht, das habe ich euch alles gesagt. Ja, und wie gesagt, dass ihr das Kind eben zu sehen bekommen werdet. Also diese Frage kam jetzt in den letzten Tagen ganz, ganz oft. So, was haben wir noch, Schätzeleins? Letzter Termin, Gewicht, nächster Termin, das haben wir auch schon, Essen. Also, es hat eine Zeit lang gegeben, wenn ich Fisch und Fleisch nur gerochen habe, hat es mir den Magen umgedreht, ich konnte es nicht essen und ich musste kübeln. So, mittlerweile ist es so, ich kann es essen, nicht jeden Tag, und ich kann es nur essen, wenn ich es nicht zubereitet habe. So, das ist jetzt natürlich kein Kompliment für mich, weil man könnte sagen, ja, Sampa, bei der Scheiße, die du da zusammenbrutzelst, ne? Wundert's mich nicht. Aber nein, es hat wirklich was mit dem rohen Fleischgeruch zu tun, ich weiß es nicht. Ich kann minimal essen, wenn das Fleisch oder der Fisch zubereitet ist, am besten natürlich frittiert, also frittierte Sachen weiterhin, da esse ich euch einen alten Schlüpper oder einen alten Socken, Hauptsache frittiert. Und bei Fleisch und bei Fisch ist es mittlerweile auch so, ne? Wenn ich es nicht sehe und wenn ich es nicht zubereiten muss, dann geht es. Ich kann es aber nicht jeden Tag essen. Daraufhin haben mir dann viele geschrieben, ja Sandra, du musst dann aber Vitamine nehmen, ne, und Folsäure und so, weil das ist ja in Fisch und Fleisch enthalten. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Ich nehme ja meine Prenatal Vitamins, nehme ich ja seit Tag 1. Also an dem Tag, wie ich rausgefunden habe, dass ich schwanger bin, das war der 13. März, bin ich ja 5-mal zu Walmart gefahren. Unter anderem habe ich mir dann eben meine Vitamine geholt und die nehme ich auch jeden Tag eine Tablette. So, also Fisch, Fleisch geht mittlerweile, ist aber immer noch nicht mein Favorite. Im Gegensatz zu Obst und Gemüse. Ja, also Obst und Gemüse könnte ich nur noch essen. Was Obst angeht, habe ich jetzt in den letzten Wochen auch Dinge gekauft, die hat es bei uns noch nie im Haus gegeben oder sehr, sehr seltenst, ja. Eine Kiwi hat es bei uns noch nie gegeben. Vor 2 Wochen oder knapp 2 Wochen hat es angefangen, dass ich Gelüste auf Kiwi hatte. Am besten natürlich noch schön mit Nutella bestrichen, ist klar. Aber nein, also Früchte und Gemüse esse ich momentan sehr gerne. Am Wochenende hat es mich gepackt. Da war dann auch wirklich so das erste Mal, dass ich ganz komische Gelüste hatte. Ich wollte wirklich saure Gurken und Früchte dazu. Also da musste mein Mann dann auch in die Commissary fahren, hat mir saure Gurken und Kirschen und Ananas und Trauben. Genau. Und das habe ich mir dann alles kleingeschnitten, alles in eine Schüssel rein. Ja, die Gurken mit dazu. Und dieses süß-saure, das war... Oh, da läuft mir gerade richtig das Wasser im Mund zusammen. Also das war schon richtig geil, ne? Und wobei die Kombination, mein Mann saß neben dran, der hat nur den Kopf geschüttelt und hat gegrinst. Aber ja, ich war befriedigt, ja? Das war wirklich so für 2-3 Stunden, oh, ich brauche was, ich brauche was. Das war wie so ein Suchti, bis mir Schatzi das dann geholt hat, das erste Mal. Also so foltern tue ich ihn nicht, dass ich jetzt sage, nachts um 3 besorg mir mal bitte ein Big Mac mit einem Brownie obendrauf. Ja? Nee, also so krank bin ich nicht. Aber das war so das erste Mal, dass ich Gelüste hatte. Was haben wir noch? Schusselig ohne Ende, genau das habe ich ja auch schon. Fleisch, Fisch,
Ja, wie gesagt, also Schoki weiterhin, ne? Meine liebe Jana-Maus hat mir ja ein Paket geschickt. Von meiner Karo-Maus habe ich gestern auch ein Paket bekommen. Das sind, glaube ich, auch Leckerlis drin. Ich habe noch gar nicht aufgemacht. Ich bin nicht dazu gekommen, Schätzelein. Aber alles, was momentan mit Schoko zu tun hat, da kriege ich auch kein Würgegefühl von. Es gibt momentan Dinge, wie gesagt, bei Fleisch und Fisch, da könnte ich dann vielleicht so mal ein Stückchen essen. Esse ich das zweite, da merke ich, jetzt wird mir schlecht, dann muss ich auch sofort aufhören. Aber Schokolade geht bei mir immer. Ja, dann habe ich mir eine Schwangerschaftshose bestellt. Also ich habe ja wirklich gedacht, nee, komm Sandra, kaufst du dir einfach alles nur eine Nummer größer und klappt schon, passt schon, muss da jetzt nicht 40, 50, 60 Dollar für eine richtige Schwangerschaftshose ausgeben. Doch. Und es gab auch eine, die habe ich jetzt wochenlang beobachtet auf Amazon. Die hat mir richtig gut gefallen, weil ich wollte eben auch was Peppes, was Schickes, ja, und nicht so dieses Altbacken, Altmoden, ja, ich bin schwanger und ich sehe jetzt einfach nur noch scheiße aus und nach Zelt und wollte ich nicht. Und da gibt es von Jessica Simpson eine Collection, die hat dann so richtig geile Schlaghosen und da gab es eine Hose, die hat mir richtig gut gefallen und die hat aber 55 Dollar gekostet. Und ich war einfach nicht bereit, 55 Dollar für eine Jeans auszugeben, weil nach der Schwangerschaft passt mir die nicht mehr, hoffe ich zumindest. Also ich möchte ja wieder zu meiner alten Figur zurück. Und ja, war dann also immer ein bisschen geizig. Und jetzt am Wochenende bin ich aber an den Punkt gekommen, nee Sandra, geht nicht. Geht nicht, du brauchst eine Schwangerschaftshose, du wirst fetter und fetter und der Ranzen wird größer. Und so eine Schwangerschaftshose, so eine Überbauschwangerschaftshose, eine, ja, die muss her. Und jetzt habe ich die bestellt oder wollte sie bestellen und natürlich war das Scheißding jetzt ausverkauft. Ja, ist klar. Jetzt muss ich knapp zwei Wochen warten bis Lieferung. Hoffen wir mal, dass ich bis dahin etwas zum Anziehen finde, weil das ist jeden Tag so Jackpot-Frage. Was ziehe ich heute an? Zum guten Glück habe ich diese Leggings, ja, entdeckt. Die habe ich jetzt mittlerweile auch in jeden Farben. Habe ich mir bei Walmart in der Kinderabteilung gekauft, in Größe XL. Und ja, also die Hose, die kann ich mir wirklich fast bis zum Hals ziehen. Aber die sind eben super bequem, die schneiden nicht ein und man kann es über den Bauch. Und ja, also ich hoffe, dass das Wetter jetzt in den nächsten Wochen einigermaßen schön bleibt, dass man dann eben auch mit diesen Leggings rumlaufen kann. Die haben ja diese Jeans-Optik, haben glaube ich 3,50 Dollar gekostet. Ja, ich bin da ja großer Hoffnung in Walmart reingelaufen, weil ich ja echt gedacht habe, die haben mit Sicherheit so eine Schwangerschaftsabteilung, wo man sich dann mal eine Hose kaufen kann. Nee, die haben alles in dem Laden, aber keine Schwangerschaftsabteilung. Werde ich Walmart wohl mal einen Brief schreiben müssen, ja? Weil so geht es nicht. Mutti sitzt hier und hat keine Kleider mehr und alles spannt und wird eng. Könnte natürlich auch an der Schoki liegen, ja, aber das ist ja jetzt mal Nebensache. Tatsache ist, ich brauche eine Hose. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass diese Hose schnell kommt. Und ja, dann habe ich somit also auch meine erste Schwangerschaftshose. Nächste Frage von euch. Waren wir schon shoppen? Nein, wir haben immer noch nichts gekauft. Also wir haben immer noch das eine Paar Babyschüchen, was ich meinem Mann damals gekauft habe, um ihm mitzuteilen, dass ich schwanger bin. Und mittlerweile einen super süßen Bademantel von meiner Jana Maus, habt ihr ja in meinem Unboxing gesehen. Das sind jetzt also die zwei Dinge, die wir für Krümelchen da haben. Wir selbst haben immer noch nichts gekauft. Wir sind groß am Gucken, was Möbel angeht, weil die Möbel halt so mit das Teuerste sind. Und natürlich auch Kinderwagen und was man nicht so alles braucht. Also, klein Scheißerchen hier kostet ganz schön Geld. Ne? Brauch ich euch nicht erzählen, wisst ihr selber. Und ja, aber jetzt so langsam muss ich sagen, jetzt kommt halt auch die Aufregung dazu. Ne? Am Anfang hat man noch geguckt und ja und hm, ja und später. Und aber jetzt ist es so, doch, jetzt schreibt man sich auch eine Liste und man guckt genauer. Und oh ja, und das brauche ich ja auch und oh, und das brauchen wir und das braucht das Kind. Und ja, also gucken, ja, gekauft, noch nichts. So, den Extra-Termin, den habe ich euch auch. Genau, davon habe ich euch auch erzählt, aber wie gesagt, einen Termin haben wir noch nicht. Was denkt ihr? Das ist Hausaufgabe für heute. Ja, schön in die Kommentare schreiben, ob Junge oder Mädchen. Schreibt alle schön Mädchen.
Schön Mädchen. Das liest dann nämlich Narashati und dann, ne? Der glaubt mir nicht, dass ich ein Gefühl habe, dass es ein Mädchen ist. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Also es ist jetzt nicht nur Wunschdenken, es ist wirklich, ich glaube, es ist ein Mädchen. Schreibt schön in die Kommentare, es gibt ein Mädchen. So, also die Seite haben wir dann auch abgehakt. Symptome, Anzeichen. Ja, was habe ich momentan? Schlafprobleme habe ich weiterhin. Also entweder mir tut der Rücken weh oder der Bauch tut weh. Also da muss ich auch weiterhin sagen, ich bin heilfroh, dass mir mein Mann dieses Stillkissen gekauft hat. Das hatte ich euch ja in einem Follow My Life war das, ne? Gezeigt. Und dieses Ding, das ist so, so bequem. Ich wach ständig auf, also Minimum 3-4 Mal, weil ich auf die Pipi-Box muss. Und ja, dann dauert es halt wieder Ewigkeiten, bis man eingeschlafen ist. Ja, dann wird wieder Bibi-Blocksberg angemacht. Ja, ich brauche da Bibi-Blocksberg. Bei mir geht da nichts mehr mit 4-mal aufwachen und hinlegen und einschlafen. Und nee, also Bibi-Blocksberg ist bei mir momentan ganz großer Favorit wieder. Was habe ich noch? Haarausfall hatte ich euch auch erzählt. Genau, dann habe ich, da muss ich nächste Woche auch mal unbedingt meine Ärztin fragen, was das ist. Das geht mir so auf die Nerven. Ich bekomme am ganzen Körper rote Punkte. Ja? Das sind jetzt aber keine Pickel, es tut nicht weh. Also hier zum Beispiel einmal, ja, dann, wo kann ich es euch noch zeigen? Hier, Moment, da, hier. Ja, an den Beinen auch. Hier habe ich, glaube ich, auch eins. Also am ganzen Körper bekomme ich momentan so rote Punkte und die gehen auch nicht weg. Ja, also das habe ich jetzt, glaube ich, Minimum schon 7-8 Wochen, wo ich am Anfang noch gedacht habe, oh, vielleicht hat mich da irgendwas gebissen. Aber nee, es tut auch nicht weh und man merkt es auch nicht. Aber das stört mich, weil es sieht auf der Haut einfach auch scheiße aus. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, genau, hier oben habe ich auch einen, hier an der Seite habe ich einen, also keine Ahnung, was das ist. Kennt das von euch jemand? Lasst mir das dann mal bitte in den Kommentaren da. Also ja, spätestens meine Ärztin nächste Woche muss dran glauben und muss dafür eine Erklärung haben. Rote Punkte auf der Haut. Haare, ja. Ich wurde gefragt, ob ich Haare färbe, habe ich meine Ärztin gefragt und sie hat zu mir gesagt, dass es darüber keine klaren Studien gibt. Sie sagt zu mir aber, weil sie meine Nuttennägel gesehen hat, Frau Blablabla, es ist mir lieber, wenn Sie sich in einem gelüfteten Raum ohne Ammoniak die Haare alle 8 Wochen färben, wie wenn Sie sich jeden zweiten Tag die Nägel neu lackieren. Ne? Chat the lights, wisst ihr Bescheid. Also ich werde mir meine Haare färben. Ich möchte auch wieder zurück zu schwarz, weil das ja, war jetzt für zwischendurch, war das ganz okay, hat mir gut gefallen. Aber schwarz, das ist einfach meine Farbe und da möchte ich auch wieder zurück. Und deswegen lasse ich ja momentan Designs und so auf meine Nägel machen, weil ich mir ja so gut wie gar nicht die Nägel lackiere. Wirklich nur, wenn sie dann rausgewachsen sind oder am Rauswachsen sind, einfach um diesen Übergang so ein bisschen zu verstecken. Aber Nägel lackieren, nee, weil da hängt man ja auch mit der Schnuffel genau drüber. Und durch den Riechkolben, das zieht ja dann alles in den Kopf und vielleicht zum Kind und man weiß es nicht. Aber das hat sie zu mir gesagt. Wenn sie sich alle 8 Wochen die Haare färben, hat sie damit nicht so ein Problem, wie wenn ich mir jetzt alle 2 Tage die Nägel frisch lackieren würde, was auch irgendwo Sinn macht, ne? Deswegen, also ich guck mal, wie lange ich mit diesem möchte gern lila, pink, orange noch rumlaufen kann, ohne dass ich morgens Kübeln bekomme, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Und dann wird wieder blau-schwarz drauf geklatscht und dann ist auch gut. Aber natürlich versuche ich es zu vermeiden. Nägel lackieren, genau. Ja, dann das nächste ist jetzt vielleicht für die ein oder andere ein bisschen privat, aber wer mich kennt, der weiß, ich habe da kein Problem mit Sexleben. Check the lines. Ja,
Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so wenig Bock auf Sex und so wenig Lust auf meinen Mann wie in den letzten Wochen. Also der muss mich ja nur anschauen, werd ich aggressiv. Ja, wo ich mir dann denke, nee, mein Freund, ab. Abfahrten, gibt nichts, ja, Candy Shop geschlossen, Cookie Area ist für dich, out of the, nix gibt's. Also ich weiß, in den ersten 3 Monaten, da ist es bei vielen Frauen so, ja, dass Libido und Sexleben und nö und hab keinen Bock, weil man ist ja eh die ganze Zeit entweder am Kotzen oder man hängt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve im Bett und man kommt nicht so richtig zu Gange. Jetzt so langsam sollte sich das alles so ein bisschen wieder einpendeln, was ja auch stimmt. Also ich habe kaum Übelkeit, ja. Also ich habe wirklich eine gute Schwangerschaft, habe jetzt keine großen Wehwehchen oder so. Ich denke, das sind normale Dinge, Haarausfall, irgendwelche Punkte auf dem Körper, keine Ahnung. Aber Sexleben kann ich euch sagen, ne. Ne. Also da habe ich sowas von ne. Wisst ihr Bescheid. Ne? Muss ich nicht mehr. Also ich gehöre nicht zu den Frauen, bei der die Libido wieder ab 4. Monat da ist und ich jetzt sage, komm Schatz, sie jetzt aber ja, wie die Hasen. Ne. Null Lust. Weil das ist dann auch so ein eigenes Körpergefühl, ja, wenn man dann immer dicker wird und dann der Ranzen hier vorne dran, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen komisches Gefühl wegen Krümmelchen, ne? Weil Krümmelchen ist ja auch da unten. Kriegt es dann mit, was da abgeht oder was? Also, ich weiß nicht. Ja, werde ich dann nächste Woche auch mal meine Ärztin drauf ansprechen, ja, ob das normal ist. Wenn nicht, gibt es nochmal lange 5 Monate für meinen Mann. Also, er hat da mehr ein Problem mit wie ich. So, trinken wir noch ein Schlückchen Kaffee. Ansonsten habe ich manchmal ganz, ganz großes Ziehen im Unterleib, also das tut richtig weh. Ich möchte jetzt aber nicht ständig beim Arzt anrufen oder in die Notaufnahme und habe jetzt mal gegoogelt, wovon ich euch abrate. Ja, weil wenn man da nämlich eingibt, Ziehen im Unterleib, 15. Schwangerschaftswoche, Schätzeleins, dann kann das alles sein. Das kann sein, dass euch jetzt gleich ein Baum aus dem Bauchnabel rauswächst, über Fehlgeburt, über ihr habt plötzlich 8 Linge. Es kann aber auch sein, dass Krümelchen einfach nur wächst. Ja, dass die Mutterbänder sich dehnen, die Gebärmutter größer wird und dass sich das jetzt eben alles so ein bisschen Platz in eurem Bauch schafft. Und da kann es dann schon mal sein, dass das wehtut. Und da hat mir jetzt nicht persönlich, aber in diesen Foren habe ich das dann halt gelesen, dass man Magnesium nehmen soll. Und das mache ich jetzt auch. Also ich nehme einmal am Tag diese Tablette, meine Magnesium-Tablette und eben einmal diese Schwangerschaftstablette. Und diese Tabletten, die Magnesium-Dinger, nehme ich jetzt seit ungefähr 5 Tagen. Und ich kann wirklich von einer Besserung sprechen. Also holla die Waldfee. Ich bin letzte Woche mit meinem Mann gelaufen, mit Maximus, und wir waren fast zu Hause und ich bin dann aber wirklich fast zusammengebrochen, gell? So hat das gezogen. Also mein Mann, der hat mich nur mit ganz großen Augen angeguckt, hat gesagt, komm sofort ins Krankenhaus. Und er sagt, nee, also bist bescheuert oder was? Weil ich bin da auch nicht so hyperhunter-mäßig, ne? Das brauche ich alles nicht. Also ich habe dann gesagt, nee, ich gehe jetzt nach Hause, vielleicht war der Spaziergang einfach zu lang, es war extrem heiß an dem Tag, vielleicht habe ich nicht genug getrunken. Und wie gesagt, dann sind wir heim, ich habe mich dann auf die Couch gelegt, dann habe ich das halt mal eingegeben auf Google. Das ist aber was, das mache ich wirklich so gut wie gar nicht, weil auf Google man bekommt alles erzählt. Ne? Das ist meistens schlimmer, wie es eigentlich ist. Und ja, Schatzi ist dann noch am selben Abend weg, hat mir Magnesium geholt. Ich habe dann abends noch eine Magnesium-Tablette genommen und seit dem nächsten Tag nehme ich das dann immer morgens mit meinem Frühstück zusammen und ich merke wirklich eine Besserung. Also wenn ihr da auch so Ziehen im Unterleib habt und macht euch da nicht immer gleich verrückt, versucht es dann mal mit Magnesium. Vielleicht lässt euch aber euer Krümmelchen auch einfach wissen, Mama, du machst gerade ein bisschen viel, setz dich mal hin, leg mal die Füße hoch. Lesen Buch und essen Ballisto.
Ja, kann ja auch sein, bevor man dann ständig zum Arzt rennt. Also ich bin halt jemand, solange ich keine Blutungen habe, solange ich die Schmerzen nicht aushalte, da sind wir dann halt wieder an dem Punkt, ich hasse Ärzte. Und da das System hier eben nicht so ist wie in Deutschland, wo man einfach mal kurz beim Arzt anrufen kann und sagen kann, hallo Hildegard hier, ich habe Aua, guck mal nach dem Kind. Hier braucht man dann einen Termin oder man muss in die Notaufnahme und ich möchte dann halt nicht immer gleich ein Notfall sein. Ich denke aber, dass ich eine gesunde Einstellung und Maximus schläft und träumt. Und meinen Körper sehr gut kenne und wenn es dann wirklich mal an einem Punkt ist, wo ich sage, boah, jetzt geht's aber wirklich nicht mehr, dann würde ich natürlich zum Arzt gehen. So. Also nicht, dass ihr hier jetzt denkt, ich gehe überhaupt nicht zum Arzt, weil ich kriege das Kind ja bei mir auch nicht im Keller. Ne? Ich werde schon zum Arzt gehen. So, haben wir jetzt alles, Schätzeleins? Ja, und wie lange sind wir dabei? Ja, 40 Minuten, dann reicht es. Mehr gibt's dann gar nicht. Weil das nächste Update ist ja dann eigentlich nächste Woche. Da gucken wir jetzt dann aber mal, ob ich das Update gleich nach dem Termin mache oder ob ich warte, bis wir diesen Off-Post 3D-Termin haben. Wobei, dann wisst ihr ja auch das Geschlecht. Ja, also da gucken wir jetzt mal, ob wir da ein oder zwei Videos draus machen. Aber ich denke, für heute reicht das. Hausaufgaben nicht vergessen, Schätzelein. Gib Mädchen. Alle in die Kommentare, gib Mädchen. Für die, die nicht wissen, was es in Englisch ist, it's a girl, it's a girl. Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch somit natürlich einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!